Willkommen zu einem neuen Video. Ich muss sagen, heute, ist es mehr Bruder Leng, hast du auch was? Heute, das ist ein Real Talk Video und ihr seht im Titel Quit / Pause. Ich muss sagen, es gibt so ein paar Dinge. Ich habe an Twitch momentan viel mehr Spaß als an YouTube. Und ich mache das jetzt, by the way, uncut. Und an YouTube habe ich zum einen viel, viel mehr Spaß. Und an Twitch habe ich viel mehr Spaß. Und ich bin mit meinen Videos, bin ich einfach wirklich gar nicht mehr zufrieden. Weil meine Videos sind so, ich habe halt mit meinen Eltern, ein Deal kann man es nicht nennen, weil ein Deal setzt voraus, dass beide Seiten einverstanden sind. Aber ich habe mit meinen Eltern, haben die Regel gemacht, dass ich nur eine Stunde offiziell am Tag spielen darf. So, und das ist dann halt, da halte ich mich jetzt nicht zwingend dran, Bruder. Perfekt. Und da habe ich dann halt, gerade ich ziemlich oft unter Zeitdruck, auch beim Schneiden, deshalb habe ich mir wirklich einen ziemlich schnellen Schnittstil angewöhnt. Aber diese Videos, die haben mir mal wirklich gefallen, wo ich dann, die nicht krass edited waren, weil eine Zeit lang fand ich das auch absolut, wieso habe ich Sand in meinem Dings? Auf jeden Fall wollte, was ich sagen wollte ist, dass, ich finde meine Videos einfach selber nicht mehr gut. Es gibt so einen Spruch von Basti GRG, wenn du dir deine Videos selber privat geben würdest, dann machst du alles richtig. Und das erfülle ich halt einfach nicht mehr so, wie ich es gerne erfüllen würde. Und das ist halt einfach sowas, was ich, ja, es stört mich halt einfach. Und deshalb wird es auf jeden Fall kein Daily-Content mehr geben. Ich werde hauptsächlich auf Twitch streamen. Also ich werde jetzt praktisch daily auf Twitch streamen. Jetzt vielleicht mal irgendwie einmal in der Woche oder so werde ich dann nicht streamen. Und da werde ich wirklich aufwendige Videos machen, die dann edited sind und sowas. Das wird dann, keine Ahnung, werden dann wahrscheinlich ziemlich wenig Videos kommen. Aber ich muss sagen, ich mache lieber irgendwas, wo ich sagen muss, dann kommt halt nicht so viel. Und es gefällt mir aber, es ist Video, wo ich sagen muss, das ist nice, da steckt Liebe drin, da steckt Arbeit drin. Das finde ich gut, als dass ich sage, Jodi, das ist ein Video, was ich absolut schlimm finde. Und das ist halt einfach für mich wichtig, dass ich meinen eigenen Content mag. Ich werde heute nach dem Stream, by the way, ich streame in einer Stunde, ich muss noch mit meinem Hund rausgehen und einkaufen, das könnte auch 5 Minuten später werden. Ich werde nach dem Stream heute Abend direkt mal das erste Video machen, weil ich heute Abend Zeit habe. Aber hauptsächlich werde ich jetzt erstmal streamen. Es ist eine Entscheidung, die mir nicht so leicht gefallen ist, weil ich jetzt, keine Ahnung, in letzter Zeit wurde ich ein bisschen inaktiver, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich eine Zeit lang krank war und dass ich auch momentan ziemlich viel für die Schule zu tun habe. Zum Beispiel habe ich in der letzten Woche 15 Stunden an meinem Geschichtsreferat gesessen oder 14. Und da bin ich dann halt ein bisschen verausgabt gewesen. Budi, ne? Legit Boy ist da. Ja, der hackt obvious. Naja, wie dem sei. Ich werde, und by the way, im Stream heute, ich überlege mir immer noch, ob ich Facecam machen soll. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ich Facecam machen soll. Weil so für euch ist es keine Überwindung, das Video anzuklicken, zumindest beim ersten Mal. Für mich ist es aber eine extreme Überwindung, weil ich teilweise schon bei der Handcam beleidigt wurde. Und also es für den Fall, dass ich mich dazu entscheiden sollte, dass ich wirklich Facecam mache heute im Stream. Sobald ich irgendwas über meine Figur höre, selbst mit einem Kappa oder sowas, oder über mein Aussehen, über sonst was, sobald ich irgendwas, von mir ist auch mit Kappa, dann ist die Facecam weg. So, das ist auf jeden Fall, das habe ich schon vorher festgelegt für mich so. By the way, ich glaube halt wirklich, dass er einen Invis drin hat, einen vernünftigen. Naja, auf jeden Fall, das war's dann auch mit dem Video.
Ich versuche jetzt noch ganz kurz den Dude zu kriegen. Dann muss ich mit meinem Hund rausgehen, dann muss ich einkaufen gehen und dann gibt es um 16 Uhr den 6-Stunden-Stream. Es ist kein krasses Special oder sowas. Auch so Sachen zur Facecam nochmal. Ich hatte auch überlegt, yo, bei so und so viel Followern, aber das bin halt einfach nicht ich. Ich sage nicht, yo, Digi, bei 12.000 Followern mache ich das, weil ich finde einfach, das ist so. Das ist Follower geil. Und Digga, Junge, das ist. Ich krieg gleich einen Anfall, ne? Ohne Witz, ich krieg gleich einen Anfall. Wie kann man so ein dummes Stück Scheiße sein? So, ein schöner Rage noch ganz kurz, by the way, am Rande rausgedroppt. Naja, auf jeden Fall. Ja, also es ist halt einfach so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das feiern werden, dass ich mehr Aufwand in meine Videos stecken werde. Dass ich mehr streamen werde. Hacker Takeout, Alter, du bist auch scheiße. Ich weiß nicht, wie viele von euch das feiern, wie viele von euch sagen, jo, Digi, so ein Stuff, wie du bisher gemacht hast, würde ich viel mehr feiern, aber es ist meine Entscheidung, es ist mein Kanal, es macht mir einfach mehr Spaß. Ich möchte einfach viel an meinen Videos arbeiten und sowas, deshalb hoffe ich, dass ihr mich dabei unterstützt. Ich würde einfach sagen, gebt euch die ersten paar Videos. Das erste Video wird wahrscheinlich Sonntag oder sowas kommen direkt oder Samstag. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Schreibt bitte mal was zur Facecam in die Kommentare. Bis dahin. Ciao.